Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Heute habe ich euch was mitgebracht, was ich euch schon angekündigt hatte, was ich euch kurz vorstellen möchte, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich bin auch Opfer, bis ich ein Video von Stampin' Up gesehen habe und gesagt habe, ich brauche das. Ich bin ja nicht so die digitale Kalendertante, sehr zum Leidwesen meines Mannes, weil es natürlich schwer ist, wenn ich Termine mache, er die nicht einsehen kann. Ich gelobe ja immer wieder Besserung, das geht dann eine Woche gut und dann war es damit wieder. Ich bin ja hier so der analoge Typ. Das ist mein Kalender für dieses Jahr. Und es steht jetzt nicht ganz so viel drin, weil ich damit nicht meinen Tag strukturiert habe. Da hatte ich dann ein paar andere Features, aber dieses Planner-Set, das findet ihr im neuen Hauptkatalog auf Seite 12 und 13. Das bringt hoffentlich ein bisschen Struktur in mein Leben, weil ich es nämlich sehr schön auf meinem Arbeitsplatz, auf meiner Arbeitsinsel integrieren kann, oben im Lädchen. Ich blende euch das mal ein, wie es da so steht. Ich habe mir da von Amazon einen Buchständer für Rezeptbücher besorgt. Den Link setze ich euch gerne mal mit in die Infobox, falls ihr auch so den Planner dafür verwenden wollt. Ich möchte den einfach verwenden, um meinen Tag zu, beziehungsweise meine Woche zu strukturieren. Ich zeige euch mal meine aktuelle Woche, wie das dann so bei mir aussieht. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr. Das ist die nächste Woche. Das ist meine Woche jetzt. Und so plane ich meine Woche auch durch. Ich habe auf dieser Seite stehen immer meine Termine und hier meine To-Dos. Ich bin gut getaktet. Ihr seht, wenn ihr jetzt so reinfahrt, ein bisschen. Ich habe ziemlich viel Videodreh in dieser Woche geplant, weil ich natürlich für den Urlaub schon vorbereite. Die roten Pünktchen sind Anwesenheitstermine. Ich habe einen Flohmarkt am Samstag. Das heißt, ich werde am Samstag werde ich den Flohmarkt nochmal vorbereiten, Kuchen backen und den Laden geschlossen halten. Nächste Woche habe ich, das halte ich mal so ein bisschen zu, wieder so mein Tag, da habe ich Basteltreff und am Donnerstag auch, deswegen ist das wieder ein Anwesenheitstermin und da habe ich mir dann quasi auch, ich guck mal, ob ich eine unverfängliche finde, ich habe das in meinem Kalender mal so gehalten, die Leute, die sich anmelden, nee, das zeige ich euch gleich, okay, Struktur, Frau Grab, so. Ich zeige euch mal eben kurz, was ihr so alles in eurem Paket habt. Ich habe das natürlich in meinen Planner hier schon einsortiert. Ihr habt als erstes dieses Ringbuch, das ist so wie die Project Life Alben waren. Es hat leider Gottes, und das ist ein großer Nachteil, eine amerikanische Bindung. Das heißt, mit einem Bürolocher kommt ihr nicht weit. Ich habe mir aber, man kann sich natürlich helfen. Das sind Notizblöcke, das zeige ich euch gleich, wofür ich die verwende. Jetzt muss ich nochmal hier zurückblättern. Und dann nehme ich mir nämlich dieses Lesezeichen, was mit dazugehört, leg mir das auf den Zettel und hier habe ich gleich einen ganzen Stapel gemacht, zeichne mir die Löcher an und loche das mit einem Handstanzer durch und dann kann ich es auch einheften. Ist ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert und so viel passt hier ohnehin nicht mehr dazu rein. Ihr seht, wenn ich alles einsortiert habe, ist der Planner fast voll. Also so viel könnt ihr nicht mehr dazwischen heften. Aber ihr habt auch noch mit dabei drei solche kleinen Folien mit Einstechfächern. Da könnt ihr wahrscheinlich dann mal eine Woche, wenn ihr im Urlaub wart, oder so kleine Fotos reinmachen. Das kennt ihr auch schon von Project Life, dieses System. Davon habt ihr drei. Dann habt ihr hier so kleine Post-it-Zettel. Die habe ich mir hier vorne reingeheftet, falls ich sie mal brauche. Damit werde ich nicht so wahnsinnig viel arbeiten. Dann habt ihr hier eine Einstecktasche. Das könnt ihr euch quasi wöchentlich mitnehmen, um da eure Einkaufslisten drin zu speichern oder sonst irgendwas. Und dann habt ihr, wie es sich natürlich für so Filofaxer und Bullet Journal, okay, die malen ja eher drin, aber so zum Verzieren habt ihr hier noch zwei Bögen Sticker mit dabei. Hier ist nochmal so eine kleine Einstecktasche, Goldsticker, ach guck mal, hier kommt nochmal ein Aufkleber. Und dann geht es schon los mit dem Planner. Ihr habt für jeden Monat so ein Deckblatt, Januar, Februar, März, April, immer in anderen Designs, Mai, Juni,
Und so geht das dann weiter bis Dezember. Ihr könnt den, es gibt auch Ersatzsets, ihr könnt den quasi nächstes Jahr auch fortführen. Ne? Also dieser Teil, den gibt es, alles was innen drin ist, gibt es auch als Ersatzset mit dazu. Dann gibt es so eine, ich zeige euch mal den Juni, so ein Deckblatt, wo man sich natürlich hier Geburtstage eintragen kann, wichtige To-Dos, Arzttermine, die man so auf einen Blick braucht. Ich habe hier so meine Geburtstage drinne oder andere Termine. Dann gibt es für jeden Monat so eine Monatsübersicht. Da habe ich so meine Sachen, die ich so auf einen Blick haben möchte, eingetragen. Wichtige Termine, also Umsatzsteuervoranmeldung ist bei mir jeden Monat ein sehr wichtiger Termin, den ich im Auge behalten will. Workshops, Stempelparty, Basteltreff, sowas in der Art ist hier eingetragen. Und dann geht es los mit meinen Wochen. Wie gesagt, hier trage ich mir die Anwesenheitstermine oder Zahnarzt oder Arzt oder irgendwas, Auto in die Werkstatt ein. Und hier sind meine To-Dos. Und die, das habe ich mir vom Bullet Journaling übernommen, dass ich da so einen gewissen Keycode habe oder so einen Zeichencode habe. Wenn ich was an einem Tag nicht geschafft habe, dann ist das der Fall. Dann heißt das, ich habe es verschoben in einen anderen Tag. Und so gestaltet sich dann meine Woche. Das war letzte Woche. Hier habe ich auch ein bisschen Deko drin. Das wird dann jetzt meine, das ist die aktuelle Woche. Ich finde, die ist rappelvoll, weil ich natürlich immer viele To-Dos habe. Und am Samstag ist abends auch immer meine Wochenplanung. Also bevor ich mittags den Laden verlasse, plane ich die nächste Woche schon durch. Ich trage mir hier oben immer ein, welche Kalenderwoche wir gerade haben. Man könnte dann natürlich auch den Monat eintragen. Also ihr habt pro Monat 1, 2, 3, 4... 5 Wochen. Das ist natürlich händisch einzutragen, dann die Daten. Ja, also das sind dann so die Zettel für den Basteltreff, wo ich meine Teilnehmerliste draufschreibe, die ich mir dazwischen hefte. Das ist ein System, was ich mir aus meinem alten Kalender mit übernommen habe. Und ihr müsstet dann hier quasi die Daten vortragen. Das habe ich dann auch schon mal bis in den nächsten Monat gemacht. Hier ist mein Urlaub eingetragen. Hier habe ich ihn noch gar nicht drin. Und dann für mich ist es immer wichtig zu wissen, in welcher Kalenderwoche wir sind. Und dann wird das hier einfach einmal so vorgetragen. Und da habe ich, wie gesagt, noch nichts geplant. Da ist dann der nächste Workshop, wo ich die Teilnehmer eintragen kann, Basteltreff. Und ich finde das ganz schön. Und wie gesagt, ich habe das so auf meinem Desktop. Und der ist immer aufgeschlagen, damit ich das immer im Blick habe, weil das ist der Ort, an dem ich mich am meisten aufhalte hier im Laden, an meiner Arbeitsinsel. Und dann habe ich immer so meine Woche im Blick. Ich habe das dann so aufgeschlagen, das ist meine Woche. Und was ich mir noch gemacht habe, ist, ihr seht hier dieses Kleine, das gehört nicht mit zum Set, das habe ich mir reingeklebt, das ist ein Stiftehalter, weil mein Stift geht immer flöten. Und ich habe hier so einen mehrfarbigen Stift, damit ich mir natürlich Markierungen in verschiedenen Farben machen kann, weil ich bin ein visueller Typ. Das habe ich mir hier reingeklemmt, zack. Ich muss mal sehen, ich gebe demnächst eine größere Bestellung auf, was so Buchbinde und solche Sachen sind. Ich denke, ich werde diese Nupsis ins Sortiment nehmen. Guckt mal in die Infobox, da schreibe ich euch ein paar Informationen dazu rein. Die könnt ihr dann auch über mich mitbeziehen. Dauert aber noch ein bisschen, das wird ab Mitte Juli sein. Und dann habe ich hier so einen kleinen Notizblock und unsere goldfarbenen Klemmen, damit wir so in der Farbe bleiben. Und die habe ich dann immer hier nebenan. Wenn mir nämlich was einfällt, manchmal habe ich ja so Gedanken, dann notiere ich mir das hier drauf. Und dann kann ich das entweder mit in die Termine rübernehmen, ach, eins habe ich euch noch vergessen zu zeigen, oder aber das sind für Workshops oder wenn ich eine Idee habe für ein Video, dann schreibe ich mir das hierher und sortiere das mir dann irgendwann mal hier ein. Ihr habt hinten als letzte Seite pro Monat immer noch so einen Notizzettel, wofür ihr das nutzen möchtet. Das bleibt euch überlassen. Ich habe hier zum Beispiel so das, was jetzt im Moment bei mir auf dem Zettel steht, was ich noch an Videos drehen muss vom Urlaub. Ich habe davon noch keins. Ich bin gerade dabei bei diesem hier. Die Strukturpaste drehe ich gleich noch ab. Also wie gesagt, das sind noch so Videos, die ich für diese Woche plane zu drehen. Und das ist mein Planner. Und ja, wie gesagt, was alles drin ist, das seht ihr auf Seite 12, 13 im Katalog. Jetzt habe ich es mir wieder zugeschlagen. Ihr habt hier unten so die komplette Auflistung und auch hier visualisiert, was Inhalt des Pakets ist. Und das Schöne ist, wenn ihr den Planner weiterführen möchtet, gibt es Nachfüllsets.
Ne? Also das ist einmal das komplette Innenleben von dem Planner, nur ohne den, das Buch. Und das könnt ihr euch nachbestellen. Und das finde ich ganz schön, dann kann man das nämlich fortlaufend führen. Das war meine Vorstellung für heute. Das ist mein aktueller Notizzettel. Und das ist das Deckblatt, was ihr im Paket mit drin habt. Ihr müsst euch das einmal zu durchsortieren pro Monat, weil das natürlich alles dann alle Einlegeblätter auf einem Stapel und alle Notizblätter oder hier alle Aufkleber auf einem Stapel. Das müsst ihr euch einmal einsortieren. Das ist aber sehr schnell gemacht und ihr habt dann nachher diesen schönen Planner. Er eignet sich wahrscheinlich nicht unbedingt für die Handtasche, weil er wahrscheinlich doch ein bisschen empfindlich ist. Er ist mit Papier bezogen, sieht aber so ein bisschen gewachsen aus, schon ein bisschen robuster, aber ich würde ihn nicht in die Tasche stecken. Aber so als Arbeitsplaner oder für einen Desktop oder für einen Schreibtisch, solche Sachen, Familienplaner, finde ich ihn ganz schön. Und er hat ja auch ein ansprechendes Design. Man könnte hier vorne natürlich noch so ein bisschen Tüdelütenkram draufbringen. Ja, das war meine Produktvorstellung für heute. Ich weiß noch gar nicht so genau, in welches Videoformat ich das einordne. Schauen wir mal, vielleicht wird es auch einfach nur so ein Video. Das war mein Video, mein kreativer Beitrag. Nein, wirklich kreativ war er ja nicht, aber mein Beitrag für heute. Und damit ist schon wieder Zeit. Ich sage Tschüss aus Hamburg, bleib gesund, bleib kreativ. Tschüss.